Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon. Das ist wohl einer der bemerkenswertesten Sätze, den Sigmund Freud von sich gegeben hat. Gekritzelt auf einer posthum veröffentlichten Notiz von 1938, ein Jahr vor seinem Tod. Die Psyche und das Ausgedehnte werden im Abendland für gewöhnlicher als zwei grundverschiedene Seinssphären oder Ebenen erachtet. Die Psyche gilt als der Bereich der Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen, auch der Politik und Gesellschaft, das Räumliche und Ausgedehnte hingegen als das Physische, welches sich mit den bekannten Methoden der Naturwissenschaft vermessen lässt. Beim Menschen wäre die Psyche dann das unmessbare Innenleben, die Physis hingegen der Körper und das Nervensystem. Das abendländische Denken beerbt hier den von René Descartes entworfenen Dualismus, wonach die Körperwelt und die Geisteswelt als zwei eigenständige Entitäten gedacht werden müssen, die zwar interagieren können, jedoch nicht aufeinander angewiesen sind. Einen solchen Dualismus vertritt heute niemand mehr ernsthaft. Wesentlich ist meines Erachtens jedoch, dass der Dualismus das westliche Denken sozusagen fortlaufend heimsucht und in Unterscheidungen wie Körper und Geist, Materie und Bewusstsein, ja sogar subjektivem Erleben und objektiver Realität ständig wiederkehrt. Descartes sprach wörtlich von der Substantia cogitans und der Substantia extensa, also der denkenden und der, wie gesagt, ausgedehnten Substanz. Wenn Freud nun erklärt, dass die Psyche nicht nur mit dem Ausgedehnten interagiert, sondern dass sie selbst ausgedehnt sei, dann hebt er einen wesentlichen Teil dieser Unterscheidung selbst auf. Er ist hier radikaler als die meisten Neurowissenschaftler von heute. Auch Neurowissenschaftler halten ja an der Unterscheidung von subjektivem Erleben und objektiver Realität fest. Keiner von ihnen würde behaupten, dass im Gehirn etwa eine Leinwand versteckt ist, auf welcher ein Hirnchirurg ohne weiteres den inneren Film des Patienten anschauen kann, welchen er gerade operiert. Genau das scheint Freud uns hier aber weismachen zu wollen. Wie ist das auch nur ansatzweise zu verstehen? Am besten lässt sich die Aussage vielleicht aus Freuds eigener Entwicklung und einem größeren Kontext heraus verstehen. Werfen wir einen Blick auf die ganze Notiz. Räumlichkeit mag die Projektion der Ausdehnung des psychischen Apparats sein. Keine andere Ableitung wahrscheinlich. Anstatt kann's a priori Bedingungen unseres psychischen Apparates. Psyche ist ausgedehnt, weiß nichts davon. Das klingt jetzt zunächst nicht weniger enigmatisch, allerdings sehen wir hier zumindest eine Bezugnahme auf Kant, die wir nun wie Detektive als erste Spur nutzen können. Für Kant war der Raum eine Form der Anschauung. Das heißt, dass wir nicht anders können, als Dinge als räumlich zu begreifen, dass wir daraus aber nichts über die Eigenschaften der Dinge an sich schließen können. Wir sehen Raum und Zeit a priori, also immer schon, in die Phänomene hinein. Doch das Wesen der Dinge an sich bleibt uns fremd. Auch für Freud war ja der Gedanke entscheidend, dass unsere bewusste Wahrnehmung der Außenwelt erst durch vom Unbewussten ausgehende Projektionen gebildet wird, sodass die Außenwelt an sich uns praktisch unerkennbar absolut fremd bleibt. Kant nannte diesen Denkschritt eine kopernikanische Wende im Denken. Auch Freud verstand sich als Kopernikaner, insofern er die kopernikanische Wende, die Evolutionstheorie und schließlich seine eigene Psychoanalyse als narzisstische Kränkungen der Menschheit bezeichnete. 1914 bekannte er sich noch zu einer entsprechenden Position. Es bleibt uns in der Psychoanalyse gar nichts anderes übrig, als die seelischen Vorgänge für an sich unbewusst zu erklären und ihre Wahrnehmung durch das Bewusstsein mit der Wahrnehmung der Außenwelt durch Sinnesorgane zu vergleichen. Wie Kant uns gewarnt hat, die subjektive Bedingtheit unserer Wahrnehmung nicht zu übersehen und unsere Wahrnehmung nicht für identisch mit dem Unerkennbaren Wahrgenommenen zu halten, so mahnt die Psychoanalyse, die Bewusstseinswahrnehmung nicht an die Stelle des unbewussten psychischen Vorgangs zu setzen, welcher ihr Objekt ist. Wie das Physische, so braucht auch das Psychische nicht zu sein, wie es uns erscheint. Der Freud von 1938 nimmt hier jetzt jedoch eine Korrektur vor, die das Physische und das Psychische verknüpft.
Räumlichkeit ist jetzt mehr als eine nur abstrakte und quasi autonome Form der Anschauung. Die Psyche ist selbst ausgedehnt und unsere bewusste Orientierung im Raum entsteht erst dadurch, dass die Ausgedehntheit der Psyche seelisch verdrängt wird. Insofern wären auch die Raumkonzeption der modernen Physik, aber auch die Analyse der Hirnstrukturen erst möglich auf der Grundlage eines seelischen Verdrängungsaktes. Das alles ergibt aber nur Sinn, wenn Ausdehnung als etwas anderes als Raum oder Räumlichkeit verstanden werden kann. Hier müssen wir entweder tief in die Geistesgeschichte eintauchen oder frei spekulieren. Vielleicht können wir sagen, dass das Ausgedehnte nicht nur das Messbare ist, sondern vor allem das, was sich anfassen und berühren lässt, wie das Kind die mutterliche Brust berührt. Der Raum wäre dann das Umfassendere und Umschließende des Kosmos, für welches Kinder noch kein so sicheres Gespür haben, wenn sie zum Beispiel meinen, durch das Zuhalten ihrer Augen selber unsichtbar zu werden. Für Freuds Therapiemethode war es ja kennzeichnend, auf jegliche Berührung zu verzichten und allein über Sprache zu fungieren, über den Dialog zwischen Analytiker und Patient auf der Couch. Wenn die Seele ausgedehnt ist, dann kommen aber vielleicht auch dem Körper schon seelische Attribute zu. Dann wäre eine Berührung des Körpers auch schon eine Berührung der Seele. Dann wäre auch das Physische bereits ein Bedeutungsgefüge. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.